Michelle klärt auf, darüber, dass auch Vulgaritäten ihrer Krankheit geschuldet sind. Hey, Wichser. Ich würde sagen, das ist ein Überdruck vom Gehirn, wie wenn man einen Kessel heißes Wasser macht und der Deckel dann abhebt. Hey, so ein bisschen ist es. Und jetzt warten wir 5 Minuten und dann... Hey, hey, Fotze, hey! Bislang musste Michelle allein mit ihren Zwangshandlungen klarkommen. Heute aber trifft sie erstmals auf Laura, eine Leidensgenossin. Man kann so frei sein, finde ich. Man muss sich einfach für nichts schämen. Man wird von dem anderen nicht krumm angeschaut. Hey. Zwei junge Frauen, ein Schicksal, Freundschaft und Chaos. Das schwierige Leben mit Tourette. Heute erwartet Michelle eine völlig neue Erfahrung. Arschloch, Fotze. Ich freue mich sehr auf den Tag. Es ist mal was ganz anderes, einen Tag mit einer Mit-Touretterin zu verbringen. Hey. Und deswegen will ich jetzt am liebsten gleich los und sie treffen. Sie ist Laura. Und genau wie Michelle, oft nicht sie selbst. Seit vor 7 Jahren die Ticks einsetzen und immer schlimmer werden. Aktuell zeigt sich das Tourette bei mir eben mit dem Kopf so nach hinten ziehen, mit dem Räuspern, das Gesicht auch ein bisschen verziehen, auch mit den Händekrampfen. Michelle ist 3 Stunden gefahren, um endlich eine Leidensgenossin zu treffen. Hi, bist du Laura Luisa? Ja, hi, du bist die Michelle. Hi. Hi, grüß dich. Und natürlich interessiert beide, unter welchen Ticks die andere leidet. Ich hau immer da drauf und das tut mir natürlich auch weh, wenn ich ständig da drauf schlag. Ja. Das glaube ich. Ich habe auch schon mal eine Zeit lang gehabt, dass ich mir, weil ich meine Hände immer so zusammenkrampfe, deswegen sind die auch kaputt. Ja. Ich habe ja Zeit lang gehabt, dass ich die einmal unten so ins Kinn hinkaut habe. Oh, und da habe ich auch so einen richtig blauen Flecken gehabt. Ja. Das tut weh, das ist schon oder? Immer recht schmerzhaft, ja. Sich auszutauschen mit jemandem, der genauso tickt, für beide eine große Erleichterung. Pferdefresse. Gebraten schmeckt's besser. Anders als Laura hat Michelle auch verbale Ticks, zwanghaftes Beleidigen. Flugscheißer. Kamera auf. Das macht die 22-Jährige gegen ihren Willen. Um der Krankheit den Schrecken zu nehmen, nennt sie ihr Tourette Hans-Jörg. Also man muss halt viel erklären in der Öffentlichkeit. Hey, Fotze. Wenn man jetzt natürlich mit Schimpfwörtern durch die Stadt geht, sage ich jetzt mal, und dann willkürlich da Arschloch oder irgendwas rumruft, dann, die Leute gucken natürlich und das ist eine Seltenheit, dass jemand durch die Straße läuft und irgendwelche Schimpfwörter ruft. Weil ich halt nicht mehr so Sachen durch die Gegend schreie, dass ich... dass das nicht so auffällig ist. Du aber bist früher heute besonders hässlich. Danke, ich weiß. Aber du hast schöne Brüste. Ist doch gut. Toll, besser als nix, ne? Ja. Irgendwas muss doch schön sein. Trotz Tourette-bedingter Beschimpfungen, die Chemie stimmt und die beiden Tierliebhaberinnen finden immer mehr Gemeinsamkeiten. Die Laura ist eine ganz, ganz nette und geht auch richtig mit Humor mit ihrer Krankheit um. Und von daher glaube ich, dass der Tag echt noch genauso gut weitergeht, wie es schon angefangen hat. Ja, nachdem ich abends in der Nähe von dem tollen See wohne, gehen die Michelle und ich jetzt dann ein wenig zum See, Eis essen, ein bisschen Schiff fahren und einfach nur den Tag gemütlich ausklingen lassen. Doch um es vorwegzunehmen, nicht alles wird entspannt verlaufen. Hast du eigentlich aktuell einen Freund und wie ist das bei dir dann so? Nee, aktuell habe ich keinen Freund. Ich habe aber in der letzten Zeit mich jetzt auch nicht so intensiv damit beschäftigt, weil ich ja das Tourette jetzt noch nicht so lange habe und ich, Hans-Jörg und ich müssen erstmal uns alleine so ein bisschen arrangieren und gucken, wie wir klarkommen. Mhm. Du hast es ja schon länger. Ist es denn schwierig, jemanden kennenzulernen? Also ich habe im Moment auch keinen Freund, aber ich habe da eigentlich nicht wirklich Probleme. Also natürlich am Anfang schon erklären, wie und was, aber eben weil es bei mir nicht so arg auffällt, ist es da nicht allzu schwierig. Du wolltest übrigens gerade klatschen. Hey, Tere! Du wolltest es aufsetzen, bist nämlich hässlich. Wir wahnsinnig leid. Ihre Ticks zwingen Michelle dazu, anderen Befehle zu erteilen. Und dann ist da noch ihr Problem mit leerem Geschirr. Ja, ach so, übrigens, hier ist Selbstbedienung. Geht es bei dir? Oh, das ist schlecht, weil alles, was Glas, Porzellan ist, ich mache alles kaputt. Also was zu essen holen selber kann ich mir dann nicht. Hey. Dann hole ich was für dich mit. Gibt's bei dir? Okay, gut. Die 22-Jährige geht nur selten essen. Schnell wird klar, warum. Denn wo Laura bedenkenlos Essen, Getränke und Geschirr in ihrer Nähe haben kann, tickt Michelle bei sowas aus. Du darfst mit den Gläsern nicht hierher kommen. Geh besser gleich dahin, weil ich reiße dir die aus der Hand und mach die kaputt. Bald zeigt sich, wie unberechenbar Hans-Jörg sein kann. Gut. Also dann, auf uns. Auf uns. Du wolltest übrigens gerade essen.
haben sich gerade zwei Ticks getroffen und gegenseitig verstärkt. Ups. Denn ist dein Teller erstmal leer, muss Micheline einfach kaputt machen, ob sie will oder nicht. Das war jetzt eben so ein Tick von mir, dass du das essen musst und im Gegenzug war dann der Teller leer. Okay. Und hey, bei mir passiert das quasi nur, wenn die Sachen leer sind. Also hier passiert es jetzt nicht, weil dann kann ich was drin lassen. Mhm. Aber du hast quasi alles in der Hand und es wäre vielleicht wahrscheinlich besser, wenn wir jetzt keinen Teller mehr holen. Ja. Passt. Michelle nimmt es mit Humor, andere Betroffene können das nicht. Das Tourette-Syndrom löst daher nicht selten Depressionen aus. Hey. Du wolltest es gerade anschauen? Jo, Moment. Dankeschön, schaust du an. Du wolltest es gerade anschauen? Dass ihre neue Freundin sie immer wieder zu sonderbaren Handlungen auffordert, kaum jemand könnte das besser verstehen als Laura. Du wolltest das gerade anschauen. Konfetti! Hey. Ticks wie diese drängen Tourette-Betroffene häufig an den Rand der Gesellschaft. In der Öffentlichkeit fallen sie meist schnell auf, das stresst. Und Stress löst weitere Zwangshandlungen aus. Michelle schlägt deshalb auf die Blumendeko ein und auch der Drang zum Schimpfen wird wieder übermächtig. Dennoch ist Michelle glücklich, dass sie auf Lauras Verständnis bauen kann. Es freut mich echt, dass ich heute mit der Laura zusammen bin, weil das tut einem schon gut, wenn man auch mit einem anderen Touretter zusammen ist. Ich kenne auch mehrere und es ist einfach immer so, man kann so frei sein, finde ich. Man muss sich einfach für nichts schämen, man wird von dem anderen nicht krumm angeschaut und nicht ausgelacht. Und es ist einfach, man kann quasi völlig frei ticken, ohne dass man sich bei dem anderen dafür schämen muss. Dann setzen Lauras Zuckungen ein und auch Michelle gerät neuerlich unter Stress. Überfall, Feuer! Wichser! Hey! Triggern ist quasi, wenn einer einen Tick macht und alle anderen zappeln dann hinterher oder schreien dann alle Wörter durch die Gegend. Also einer fängt an und alle anderen, ob es jetzt der gleiche Tick ist oder nicht, dass dann ja, Herr Tourette schaltet und sagt, Mensch, der macht doch auch, dann mache ich doch auch mit, so ungefähr. Das ist das Risiko, wenn zwei Tourette-Betroffene einen Nachmittag miteinander verbringen. Geteiltes Leid ist halbes Leid, nicht unbedingt. Also ich bin bei der Feinmotorik sehr eingeschränkt, weil ich ja meine Finger ja kaputt sind durch das Krampfen, was ich mit den Ticks habe. Dann merke ich halt, ja, zum Beispiel, wenn ich irgendwo eine Schraube oder was reindrehe, das merke ich halt extrem, dass mir das an der Feinmotorik, also das fällt mir halt extrem schwer. Wie reagieren andere auf die beiden jungen Frauen und ihre Zwangsstörungen? Ist ja ein bisschen ungewöhnlich dann auch, ne? Aber wenn man Bescheid weiß, dann glaube ich, das ist kein Thema nicht oder auch dabei. Aber es ist schon okay. Verständnis, das ist es, was Michelle und Laura sich am meisten wünschen. Denn das Tourette-Syndrom gilt als unheilbar. Die Ticks sind meist lebenslanger Begleiter. Oh Gott, was hast du da gemacht? Vom Tourette, von die Anfälle? Oder? Also die blauen Flecken, die sind eigentlich hauptsächlich durch die Krampfanfälle, weil ich natürlich ziemlich um mich schlag, wenn ich dann auf dem Boden liege. Das kenne ich ja. Manchmal hat mein Tourette einfach so ein Kratz- oder Waschzwang und dann kratze ich einfach auf einer Stelle. Man sieht halt hier auch einfach schon die Narben. Es ist oft schmerzhaft, das Tourette, aber solange es nur blaue Flecken sind, die gehen wenigstens wieder weg. Dann endet das Treffen der beiden Leidensgenossinnen und doch ist es auch der Beginn einer Freundschaft, denn es gibt vieles, das sie eint. Ja. War doch heute ein schöner Tag. Das stimmt, ja. Genau, sollen wir noch Nummern austauschen? Machen wir gleich, ja? Ja. Ich bin total froh, dass ich die Laura kennengelernt habe. Hey. Denn ich denke, das hilft mir auch. Dann kann ich sie einfach kontaktieren, wenn irgendwas ist. Dann ciao, mach's gut. Es war ganz schön, dich kennenzulernen. Ja. Laura und Michelle zeigen, ein Leben mit Tourette ist möglich, mit Ticks und schönen Momenten. Ja.